Hallo, ich bin Freddy aus Marias Videokanal. Ich hoffe, dass wir viele Videos zusammen drehen werden und dass wir viel Spaß miteinander haben werden. Darf ich euch meinen neuen Freund vorstellen? Das ist Freddy. Hallo. Den habe ich selbst gebastelt. Und ich hab mir extra als kleines Maskottchen vorgestellt. Und vielleicht werde ich ihm Freddy auch mal erlauben, dass er mal ein paar Videos für euch machen darf. Dafür brauche ich deine Erlaubnis gar nicht. Die mache ich einfach so. Natürlich brauchst du da meine Erlaubnis. Ich habe dich schließlich erschaffen. Jedenfalls viel Spaß bei der Erschaffung von diesen kleinen Gesellen. Für meine Socken, für meinen Freddy brauche ich erstmal eine Socke. Alter, da könnt ihr eine ganz alte nehmen, die ihr nicht mehr braucht oder die ihr einzeln habt. Dann habe ich hier etwas Wolle. Da habe ich hier rote genommen, die brauche ich für die Haare. Dann habe ich hier zwei Styroporkugeln, die nehme ich für die Augen. Dann Heißkleber. Und dann habe ich hier noch ein bisschen Filz zurechtgeschnitten. Das ist dann für den Mund. Als erstes werde ich mir hier für den Mund eine kleine Markierung, also für die Zunge eine kleine Markierung setzen, dass ich dann weiß, wo ich sie dann nachher hinkleben soll. Auf meine Markierung mache ich etwas Heißkleber. Das wird dann meine Zunge. Jetzt habe ich hier meine Socke. Da habe ich jetzt meine Hand durchgemacht. Und hier soll sozusagen, das habe ich vorhin schon genau abgemessen, und hier soll sozusagen mein Mund, der Mund hin. Dann nehme ich jetzt hier das Filz. Und mache hinten auf das Filz halt den Kleber drauf. Ihr könnt das übrigens auch mit euren Kindern basteln. Aber wie gesagt, bei dem Heißkleber macht ihr das lieber selber. Und da könnt ihr den Freddy, oder ihr könnt den auch so nennen, wie ihr wollt. Für mich heißt, ich hab ihn Freddy getauft. Ihr könnt den natürlich auch so auch als Gruppenmaskottchen nehmen, sozusagen. Bei mir wird er aber mein Kanalmaskottchen. So. Und jetzt klebe ich das Filz hier drauf. Oh, schön aufpassen, dass ich mich nicht schon wieder verbrenne. So, da bin ich schon mal fürs Erste fertig. Für die Augen habe ich mir jetzt hier noch solche kleinen Glitzersteinchen hier mit mir noch genommen. Die werde ich als Pupille nehmen, sozusagen. Dafür mache ich mir jetzt hier Klebstoff drauf. Darauf setze ich dann meinen Glitzerstein.
Und jetzt klebe ich sozusagen meine Augen auf. Nummer 1 und die Nummer 2. Für meine Haare mache ich mir jetzt so mehrere Wollfäden. Plan dafür mal so 10 Stück ein. Die legt ihr euch so zusammen, macht in der Mitte einen Knoten. Und dann klebt ihr die, macht ihr auf den Knoten etwas Kleber drauf. Klebt es sozusagen auf euren Freddy, also auf meinen Freddy. So, und ich glaube, ich werde den Freddy noch ein paar Ohren verschaffen. Hier habe ich mir jetzt zwei Öhrchen zurechtgeschnitten. Die klebe ich jetzt sozusagen unter die Haare. Sodass er solche Schlappohren sozusagen bekommt. So, auf der anderen Seite auch. Und fertig ist mein selbstgebasteltes Maskottchen, also Video-Kanal-Maskottchen. Ich finde, da ist mir auch ziemlich gut gelungen. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch und vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn ihr wissen wollt, wie sie mich erschafft, wie sie mich kreiert hat, könnt ihr auch ganz einfach in die Videobeschreibung gucken.